Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring Level 1. Und ich habe eben mal geguckt, das letzte Video ist fast 2 Jahre her, als ich versucht habe, gegen Elden Beast und Radagon zu kämpfen. Fast 2 Jahre her, dass ich den Level 1 Charakter hier angefasst habe. Und ich habe gedacht, ich will den DLC, glaube ich, auch mit dem Level 1 Charakter spielen. Und für die Leute, die mein Video gesehen haben, Anfang der Woche, wissen, dass man für das DLC Mogwen in Mogwens Palast besiegen muss. Und das habe ich hier auf Level 1 Charakter damals nicht gemacht. Ich war hier im Gebiet von Mogwen, habe mir eine 10er Geisterlili geholt und ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir auch den Stein da unten geholt. Ist ewig her, 2 Jahre. Aber Mog habe ich nicht besiegt, weil hätte auch mir nichts gebracht, weil ich ja nicht leveln darf. Also nochmal hier zur Klarstellung, ich bin Stufe 1 und die Regeln sind, ich darf nicht leveln und ich darf keinen Koop-Partner rufen. Und mit diesen Regeln habe ich es eigentlich geschafft, durch das ganze Spiel durchzulaufen. Ich habe natürlich Margit besiegt, ich habe Godric besiegt, Godfrey, Morgoth, Götterskin, du, Malekis und. Checkt auf jeden Fall nochmal die ganzen anderen Parts ab. Muss ich sagen, ist eine Videoreihe, die sich auf jeden Fall lohnt, sich anzuschauen. Und heute ist der Plan Mogwen hier, Mogwens Palast. Und wenn ich das relativ schnell schaffe, auch noch Mog in der Kanalisation zu besiegen. Weil ich glaube, den habe ich auch nicht gemacht. Weil, wieso sollte ich den auch machen? Ich war in den Katakomben und habe mir Mogwens Kette geholt. Aber wieso ich die Kette geholt habe, Leute, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht mehr. Aber, oder habe ich irgendwas anderes da unten gemacht? Ich weiß nicht mehr, ist auf jeden Fall 2 Jahre her. Ich würde sagen, dodge dich. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal reingehen und gucken, was so geht. Ich denke mal, die ersten Male werden schwierig, weil ich auch erstmal wieder reinkommen muss. Ich habe auch lange kein Elden Ring mehr gespielt. Moin Skobbel, rein in die wilde Fahrt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Also, ich habe immer erstmal den Trank gezündet, dann konnte ich Tische holen, klar. Dann Flamme gibt mir Kraft, wichtig. Aber habe ich nicht auch eigentlich Blutflamme irgendwie am Start? Ach, die habe ich rausgenommen für Radagon, ne? Ja, kann sein, dass ich die gleich wieder reinnehmen muss. Oh, der holt ein bisschen aus. War knapp, du Sack. Geh mal down. Geh mal down, mein Bester. Wollt ihr nochmal down? Oh yes, Digga, wie findest du das? Fällt dir gar nicht, oder? Tische, hilf! Tische, hilf! Nein! Oh, 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 oh! Da wäre er tot gewesen. Ich hätte nur ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Ja gut, ich benutze hier halt auch alle Cheeses, die es auch irgendwie im Spiel gibt, ne? Scharlachfäule, Tische. Das kannst du ja auch gar nicht so richtig miteinander vergleichen, sag ich mal.
So, geh mal down, mein Jutster. Nochmal down. Nochmal down. Was? Wieso geht das nicht? Down mit dir, sage ich. Kann man den jetzt nochmal down? Nee, schade. Drache! Spuck! Spuckattacke! Digga, du... Wieso bist du nur Akku auf mich? Mach gar nichts! Hey, hier ist Feuer! Wie lange er ausholt, das ist so ein Assi, Mann! Und wieder tot! So nicht, mein User. So, verfault und alles. Und jetzt nochmal da. Was? Nicht? Jetzt geht das nicht mehr? Scheiße, das ist schlecht. Junge. Junge, da ich den so schnell kille, hä? Der ist nicht mal in die zweite Phase gekommen, der Arme. Ja, chillig, Leute. Ja, das war easy. Easy peasy. Gut, dann auf zu Mock im Keller. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Weg noch kenne. Das ist 1000 Jahre her. Können wir mal eben mein Video angucken? Scheiße, ich weiß nicht mehr. Ging's nicht? Nee, hier ging's auch zum Dingsbums, ne? Und hier konnte man doch cheesen, oder nicht? Also, das war nicht der Cheese, den ich meinte, aber es gibt hier einen Cheese, wie man direkt zum Dingsbums kommt. Domspielstein 6, ja. Du kannst hier, glaube ich, irgendwie runter und direkt auf dem Fahrstuhl. Frage ist, will ich das jetzt auf Krampf versuchen? Das war doch irgendwie hier, ne? Springst du hier um die Ecke und dann direkt auf den Fahrstuhl. Soll ich aber versuchen? Nein, du Zack! War doch schon drauf. Versuche ich nochmal den Trick, drumherum zu springen? Ich glaube ja, oder? Das wird mir natürlich viel Zeit sparen. Und ich will es auch lernen, um ehrlich zu sein. Weil habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon ab und zu mal gespeedrunnt, aber den Trick hier habe ich mir noch nie zugetraut, so mäßig. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich den könnte. Ich bin hier eben einfach runtergeplumpst, aber eigentlich willst du hier rumspringen. Na, das war natürlich der Ass. Man muss doch um den Pfeiler rumspringen, ne? Oder lässt man sie an? Ne, man muss um den Pfeiler rumspringen. Ich meine, ich habe das schon mal gesehen. War ein bisschen zu weit außen. Wenn ich von hier aus einfach geradeaus springe, dann habe ich es doch. Hahaha, so Leute. Dritter, vierter, fünfter Versuch oder so. Perfekt. Easy. Macht's nach. Ist easy. Geradeaus und dann nach links gedrückt halten und dann Rolle spam. Das passt. Das schafft man echt easy. So, Leute. Mock. Seinen Bruder habe ich schon gekillt. Boah, Leute, ich habe so Bock auf Freitag, ne? Wer ist denn auch Freitag alles morgens schon am Start? Gibt's welche, die bis nachts wach bleiben? Ich weiß, brutal bleibt nachts wach. Bis null und dann rein. Ich würde das am liebsten auch machen, aber
ich habe halt keinen Bock, um 4 Uhr wegzupennen und dann nur irgendwie 3 Stunden zu schlafen und weiter zu machen. Ich fange da lieber Freitag ganz früh an, aber ey, an sich hätte ich ja auch übel Bock drauf. Moin, Steven. Au. Blöder Sack, ey. Hör auf zu spucken. Geht's nochmal down? Ne, schade. Zweimal ist, glaube ich, Maximum. Mann! Oder geht's nochmal? Ne, geht nur zweimal, okay. Wir wollen es auch nicht übertreiben, so mäßig, ne? What? Habt ihr gesehen? Der hat mich gestreift. Gefühlt hat er mich gestriffen. Oh, der Gift wäre jetzt so gut. Komm, gib mir Gift, Alter. Egal, auch ohne Gift. Chillig. Also, die sind beide echt nicht so schwer. Also, der war natürlich noch mal viel einfacher als sein anderer Kollege da, aber der war echt... Der war echt nicht so schwierig. Das, ja, Leute. Ich wünsche, ich hätte euch eine geilere... Also, ich weiß nicht, ja... Ich habe halt beide Level 1 gekillt, aber ich hätte mir ja schon fast gewünscht, dass es ein bisschen, also ein bisschen mehr frustig und ein bisschen schwieriger wird. Wenn ihr nichts zum DLC verpassen wollt, Leute, wie ich auch im Level 1 Run weitermache, da wird es bestimmt nochmal eine Folge geben, wie ich im DLC mit dem Level 1 Charakter die Bosse besiege, dann auf jeden Fall ein Follow dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.